warme Jacke, Händchen und eine Kappe können Sie bei uns in der Shopping-Arena verzichten. Bei uns brauchen Sie höchstens genug Zeit, damit Sie alle Geschenke entspannt einkaufen können. Und damit herzlich willkommen zum Weihnachtsfieber auf TVO. Von unserem heutigen Shopping des Tages gibt es ganz sicher noch den ein oder anderen geheimen Geschenktipp. Herr Schäfer, als Centerleiter der Shopping-Arena sind Sie ja den ganzen Tag unterwegs. Hand aufs Herz. Kommt man da auch mal dazu, um etwas zu posten? Ja, das ist schon ein bisschen schwierig, weil wir sind schon in erster Linie dafür da, dass wir Mieter optimal können unterstützen und für die Kunden ein Einkaufserlebnis bieten. Aber natürlich schaut man ein bisschen in die Läden, was alles so Neues hat. Ich wollte gerade sagen, im Gegenteil, gibt man denn dafür fast ein bisschen mehr Geld aus, wenn man jeden Tag etwas Neues sieht? Ja, nicht unbedingt. Also es ist schon so, dass eigentlich da wir eine saubere Aufteilung haben. Die Frau geht einkaufen und ich schaue fürs Geld. Und das hat bis jetzt eigentlich tipptopp funktioniert. So. Als letztes noch, haben Sie noch einen Insider-Tipp? Ja, selbstverständlich. Ich habe ja meistens keine Zeit. Darum das Beste ist immer, kurzfristig noch schnell Einkaufsgutschein von der Shopping-Arena. Das ist der beste Tipp, den ich geben kann. Danke vielmals. Santi, Niki, Necki und so weiter und so fort. Ob Kinderaugen leuchten oder ob sie sich verstecken, wenn der Sammy Klaus in der Shopping-Arena unterwegs ist, schauen Sie gerade selber. Ja, gibt es für Kids wieder neue Sachen und Trends. Darum ist es gar nicht so einfach, um das richtige Geschenk zu finden. Hier ist ein Geschenktipp. Alarmstufe 4, das Lego City bei der Lego City Feuerwehrstation. Die Stangen im Hauptquartier runterrutschen und pressieren, weil der Löschzug und das Feuerwehrauto bereit sind zur Abfahrt. Am Unfallort dann klappt das Lego-Team die Leiter vom Löschzug aus und spannt Sprung durch auf, damit die Leute aus dem Haus gerettet werden können. Lego City Feuerwehrstation, der Geschenktipp aus dem Coop. Morgen dreht sich alles darum, wie und wo die leckeren, herzigen Teigmännchen entstehen. Morgen gibt es sozusagen ein Gritty-Band-Special.